Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 14. So, letzte Folge haben wir im Prinzip einen Besuch von Hulmor bekommen. Und ja, gucken dann später, wie es da jetzt weitergeht. Allerdings wollen wir jetzt erstmal die ganzen Nebenquests machen, die hier sind. Und ja, da fangen wir einfach mal an. Bin nicht satt, mag ein Blatt. Wir wollen bald mit der Zubereitung haltbarer Nahrungsmittel für unser Lager anfangen und ich könnte wirklich deine Hilfe gebrauchen. Ich habe nämlich gerade bemerkt, dass uns eine wichtige Zutat ausgegangen ist. Diese Zutat ist unerlässlich für die Zubereitung des heutigen Gerichts. Du hilfst mir? Danke. Wenn sich ein kampferprobter Reisender wie du darum kümmert, ist die Sache bestimmt viel schneller erledigt, als wenn ich mich damit abmühen würde. Ich benötige zwei große Minzblätter, die auf den Körpern von Springkräutern wachsen. Aber diese Biester können sich so gut tarnen, dass sie sehr schwer aufzuspüren sind. Wenn du auf halbem Weg von hier zum Baum der Abgeschiedenheit den Inhalt dieses Fläschchens mit süßem Honig auf dem Boden verteilst, werden die Springkräuter dort glauben, ein anderes Exemplar wäre in ihr Revier eingedrungen und wütend das schützende Dickicht verlassen. Okay. Das X markiert die Stelle. Hey, als ich letztens im Wald unterwegs war, um Bauholz zu besorgen, sah ich plötzlich einen Pfeil im Boden stecken, an dem ein Brief befestigt war. Bei dem Brief handelte es sich um eine Karte dieses Waldes und darauf ist ein anderer Ort markiert als der, an dem ich den Pfeil fand. Natürlich hat das meine Neugier geweckt und ich möchte herausfinden, was sich dort befindet. Doch was, wenn es sich um eine Falle handelt? Du siehst aus, als würdest du noch viel stärker als ich es bin. Würdest du vielleicht für mich die markierte Stelle im Wald untersuchen gehen? Wenn du dort einen versteckten Schatz findest, machen wir halbe halbe. Mhm. Und den werde ich hier zu Ende anreden. Das ist nämlich wieder eine etwas längere Quest wahrscheinlich. So. Giftige Geschäfte. Ein junger Priester, der auf Patrouille gegangen ist, hätte längst zurück sein sollen. Er beherrscht mächtige Magie und sollte sich in gefährlichen Situationen zu wehren wissen. Doch inzwischen mache ich mir wirklich Sorgen um ihn. Wenn du ihn irgendwo antriffst, dann sag ihm bitte, dass er sich zurückmelden soll. Ich werde mich auch auf die Suche machen. Man sieht sich. Der Schatz im Schlangensee. Hey, du bist doch ein Reisender, oder? Du bist nicht zufällig in Zehnland unterwegs. Weißt du, ich erwarte einen Händler aus Crystarium und er hätte längst hier sein sollen. Falls du in diese Richtung unterwegs sein solltest, könntest du dich dann vielleicht unterwegs nach einem Händler umsehen. Und falls du ihn triffst, könntest du ihm dann bitte ausrichten, dass ich bereits ungeduldig auf ihn warte? Jo, kann ich machen. Sterne der Nacht. Oh, du bist doch ein Gast von Matoya. Ich wollte gerade damit anfangen, die alten Kerzen auszutauschen. Möchtest du das nicht für mich machen? Versteh mich bitte nicht falsch, ich möchte diese Aufgabe nicht auf dich abwälzen. Ich dachte nur, es wäre eine gute Gelegenheit für dich, uns Untertanen der Nacht besser kennenzulernen. Du erhältst von mir drei neue Kerzen. Wenn dir eine heruntergebrannte Kerze auffällt, tausche sie bitte gegen eine neue aus. Also dann, bis später. Gut, das kann ich ja fix machen, das ist hier gleich um die Ecke. So, tauschen wir sie mal aus. Oh, unser Gast hilft im Austauschen der Kerzen. Findest du es seltsam, dass sie blau leuchten? Auf uns wirkt diese Farbe sehr beruhigend, weil sie uns an das dunkle Himmelsmeer denken lässt, an das wir alle irgendwann zurückkehren. Die Kerzenlichter leuchten wie die Seelen verstorbener Verwandter auf dem Boden des Himmelsmeers. Diese Vorstellung spendet allen Trost, die kürzlich jemanden verloren haben, der ihnen nahe stand. Nicht das Mädchen, ich wollte ja die Kerze. So. Hey, hilfst du beim Austauschen der Kerzen? Ich mache das auch. Hast du schon mal eine richtige Nacht erlebt? Jemand hat mir erzählt, dass der Himmel so dunkel wird wie die Höhlendecke und dass dann unzählige Sterne leuchten wie kleine Kerzenlichter. Aber weißt du was? Ich kann beim Anblick dieser Kerzen hier besser einschlafen als unter freiem Himmel.
auch wenn es noch so dunkel ist. Ich glaube, so geht es vielen hier. Irgendwann wird es wieder Nacht hier sein. Oh, eine neue Kerze. Dankeschön. Im Halbdunkel der Höhle wird der Anblick brennender Kerzen irgendwie beruhigend. Ich ertappe mich immer wieder dabei, wie ich sie minutenlang anstarre. Okay. So, dann geben wir die einfach mal ab. Na, hast du dich mit ein paar Bewohnern unterhalten? Na, es ist schon seltsam, aber im Kerzenschein werden viele von uns richtig rätselig. Ich kenne uralte Geschichten aus der Zeit vor der Lichtflut, an denen die Leute Angst vor Dunkelheit haben. Doch spätestens seit dem Erscheinen der Sündenvertilge hat sich unsere Einstellung zu Licht und Dunkelheit verändert. Wenn die Nacht irgendwann wieder die Dunkelheit mit sich bringt, werden die Untertanen der Nacht sicherlich eine Veränderung durchmachen. Auf eine solche Zukunft freue ich mich. So, das romantischste Fleckchen. Hey, dich kenne ich nicht. Wirst du dir vielleicht mein Problem anhören? Es fällt mir leichter, mit einem Fremden darüber zu sprechen. Ich möchte bald der Frau meines Herzens meine Liebe gestehen, aber ich kann es unmöglich hier in Schlangenzeit machen, weil mir das viel zu peinlich wäre. Ich überlege die ganze Zeit, welcher andere Ort geeignet wäre, aber ich komme zu keinem Schluss. Du bist doch ein Reisender, oder? Du siehst aus, als hättest du jede Menge Lebenserfahrung. Kannst du mir nicht helfen, die perfekte Bühne für meine Liebeserklärung auszuwählen? Du wirst doch niemanden im Stich lassen, der so verzweifelt ist wie ich, oder? Dann komm gleich mit in den Wald nördlich von hier. Dort zeige ich dir den ersten Ort, den ich im Sinn habe. Das Rauschen im Walde. Reisender, du siehst mir wie jemand aus, der vollstes Vertrauen in seine Fähigkeiten hat. Ich sehe zwar längst nicht mehr so gut wie früher, doch einen wie dich erkenne ich immer noch auf den ersten Blick. Es ist zwar nur wie ein leises Rauschen, aber ich kann hören, dass der Wald in Aufruhr ist. Weißt du, mit abnehmender Sehkraft haben sich all meine anderen Sinne geschärft. Und in letzter Zeit spüre ich förmlich, wie irgendetwas beim Baum der Abgeschiedenen im Norden wütet. Vielleicht eine problematische Bestie. Würdest du mir den Gefallen tun, dort nach dem Rechten zu sehen? Was Wichtiges vergessen. Reisender, könntest du das für mich erledigen? Ich bezahle dich auch dafür. Mein Bruder ist nach Kristarium aufgebrochen, um dort sein Glück zu versuchen, aber er hat diesen vollgeschriebenen Notizblock vergessen. Wenn du ihm jetzt hinterher eilst, holst du ihm bestimmt noch einen, bevor er im Seeland ankommt. Hilfst du mir und bringst ihm die Notizen? Ich wäre ja so glücklich. Du solltest ihn leichter an seinen Haaren erkennen können. Ein Human mit roten Haaren, ja? Danke, liebe Reisende. So, jetzt haben wir nur noch diese eine Quest und dann, ja, können wir langsam aufbrechen. Die Beschützerin des Waldes. Oh, du bist doch Tero, von dem Matoya gesprochen hat. Kann ich dich was fragen? Du bist nicht von hier und da hast du vielleicht einen klareren Blick auf die Sache. Es geht um einen alten Freund von mir. Quinford heißt er. Er hat diese magische Begabung, weißt du? Schon als Kind konnte er ein bisschen zaubern, kleine Tricks und so. Und jetzt macht er die Ausbildung zum Magier, das volle Programm. Er hat da diese Visionen, sagt er, Träume, in denen er die Zukunft sieht. Ich meine, ein Sonderling war er schon immer, aber in letzter Zeit macht mir das irre Leuchten in seinen Augen direkt Angst. Was, wenn er gerade dabei ist, den Verstand zu verlieren? So richtig plemplem, meine ich. Da muss ich doch was unternehmen, oder nicht? Die anderen wollen nichts bemerkt haben. Ist doch so wie immer, sagen sie, dem verrückten Quinford, bei dem piept's doch schon lange. Aber ich kenne ihn viel besser als die alle. Kannst du nicht mal mit ihm reden und mir sagen, was du denkst? Oh Mann, wenn er wirklich nicht mehr richtig tickt, kann ich mich nicht mehr mit ihm sehen lassen. In so einer kleinen Siedlung tuscheln die Leute doch gleich. Okay. Gut, dann reden wir mal mit ihm. Hallo.
Haha, ich habe dich schon erwartet. Ganz recht, dein Kommen wurde mir mit einem meinen Träumen angekündigt. Es ist der Wille des Waldes, dass sich unsere Pfade kreuzen. Bist du leise, sonst hören uns die Elemente des Lichts. In letzter Zeit habe ich einen Traum, der immer wiederkehrt. Ein Unglück deutet herauf, dass das Schicksal des gesamten Waldes entscheiden wird. Das hat mir die Wasserschlange selbst verkündet. Ja, die große Schlange aus der Legende. Nicht umsonst haben die weisen Ronker, deren Zivilisation hier inmitten des Waldes von Raktika blühte, sie als heiliges Wesen verehrt. Sie ist noch immer hier, irgendwo tief im Wald und schlummert. Man kennt sie unter vielen Namen, die Wasserschlange von Ronka, die Beschützerin des finsteren Waldes, die Zerstörerin. 66 Namen sind es an der Zahl. Jede Nacht erscheint sie in meinen Träumen. Jede Nacht. Sie will mir etwas mitteilen, das steht außer Zweifel. Es muss sich um eine Krise größter Tragweite handeln, bei der die Zukunft des Waldes auf dem Spiel steht. Und wir müssen uns ihr entgegenstellen. Das ist unsere Berufung, unsere heilige Pflicht. Puh, habe ich dir nicht gesagt? Völlig Mischugge. Ja, der ist nicht mehr zu retten. Oder vielleicht ist es wirklich eine Prophezeiung. Wenn er das täglich hat, könnte da vielleicht was dran sein. Was? Bist du etwa auch einer von der Sorte? Oh Mann, da bin ich ja wieder genau in den richtigen geraten. Jetzt sag nur noch, dass du auch Visionen hast oder Zwiegespräche mit dem Planeten hältst oder sowas Absurdes. Alan, wir waren gerade in ein schicksalentscheidendes Gespräch vertieft. Ich weiß nicht, was du dir zusammenträumst, aber verstrick nicht auch noch andere in deine Hirngespinste. Tero, du brauchst nicht höflich zu sein. Sag ihm, wenn es dir zu bunt wird. Jedes Mal verleugnest du so meine Vision. Das ist die Stimme der großen Schlange, die mich, ihren Erwählten, auf diese Weise erreicht. Versteh doch das endlich. Ja, ist gut. Heute ist die Gelegenheit günstig, ihr Zweifler. Ich werde euch beweisen, dass meine Visionen nicht nur Wahnvorstellungen sind. Denn heute wird sich die große Schlange vor meinen Augen zeigen. Und tschüss. Hey, was hast du vor? Oh nein, er wird doch nicht in den Wald rennen. Fast würde ich ihm wünschen, dass er mal auf die Schnauze fällt mit seinen Spinnereien. Aber er ist ein alter Freund. Den kann ich nicht einfach in sein Unglück rennen lassen. Was ist? Hilfst du mir? Treffen wir uns vor der Siedlung. Hoffentlich holen wir ihn noch einen. Der ist ja komisch drauf. So, dann erstmal raus hier. So, machen wir direkt die Quest vor der Haustür. Ja, wo ist er denn? Da hat sich was bewegt. Es muss er sein. Los, nichts fehlen. Gut. Hoffentlich finden wir ihn. Weißt du, wie gefährlich es ist, allein durch den Wald zu laufen? Wahnsinniges Gelächter. Das war's. Jetzt ist er durchgeknallt. Es ist wahr. Alles ist wahr. Meine Vision hat mich geleitet. Endlich habe ich sie gefunden. Oder nein, vielmehr hat sie mich gefunden. Die Beschützerin, die Zerstörerin. Nach so vielen Begegnungen in meinen Träumen stehe ich nun endlich vor ihr. Du stehst vor ihr? Ja, wo denn? Das soll die Wasserschlange von Ronka sein? Was ist denn daran groß? Ich bin mir nicht mal sicher, ob man das überhaupt eine Schlange nennen kann.
Und wegen so einem Würmchen haben wir alles liegen und stehen gelassen? Halleluja, der Wille des Falles hat sich mir offenbart. In Gestalt einer jungen Schlange ist er mir erschienen, um das große Unglück abzuwenden. Ja. Wir haben dafür eine Windätherquelle bekommen. Wasserschlange von Ronka. Wiep. Ah, das ist so absurd, dass ich nicht weiß, ob ich lachen oder schreien soll. Beides gleichzeitig. Die Herabkunft der Schlange. Oh, verehrungswürdige Schlange von Ronka, enthülle uns die Zukunft. Gib uns die Kraft, den Wald vor seinem furchtbaren Los zu bewahren. Wiep, wiep. Puh. Also gut, betrachten wir die Sache einmal ganz nüchtern. Quiltfort, du hast gefunden, was du gesucht hast, und zwar mitten im Wald, wo alle möglichen Untiere lauern. Am besten ist, wir verziehen uns von hier und nehmen dein neues Haustier mit. Lässt sich das mit deiner Prophezeiung vereinbaren? Hier ist es tatsächlich nicht ganz sicher für die verehrungswürdige Inkarnation der großen Schlange. Doch die Behüterin muss selbstverständlich jede Strapaze erspart bleiben. Auf keinen Fall können wir auch nur andeuten, dass sie sich selbst an einen sicheren Ort begeben möge. Also ich werde diesen ekligen Wurm auf keinen Fall tragen, falls du das vorschlagen wolltest. Aber dann doch nicht in diesem Ton, in Gegenwart der großen Behüterin. Du wärst dieser Aufgabe ohnehin nicht würdig. Und auch ich dürfte mir nicht anmaßen, für das Leben eines so erhabenen Geschöpfes verantwortlich zu sein. Aber es gibt jemanden, der das könnte. Du! Du kannst für die Sicherheit der großen Schlange garantieren, nicht wahr? Jetzt erwecktest du den Arm schon wieder in deine Spinnereien? Und wie stellst du dir das überhaupt vor? Soll er mit einem Wurm auf dem Präsentierteller ins Dorf spazieren? Hier, ich habe einen Sack zum Nüsse sammeln dabei. Ein bisschen löchrig. Aber besser als nichts. Darin kann er deine Schlange transportieren. Wie bitte? Diesen dreckigen Fetzen willst du der erlauchten Büterin zumuten? Was denn? Der Sack ist immerhin trocken und riecht nach Nüssen und Früchten. Vielleicht fühlt sie sich darin wohler, als du denkst. Und vor allem ist er unauffällig. Also gut, da wir nichts Besseres zur Hand haben. Aber bitte trage sie behutsam, wie es einer Göttin gebührt. Tut mir echt leid. Ich glaube, es ist das Einfachste, wenn wir erstmal mitspielen. Mir vertraut ihr nicht, also gehe ich schon mal vor und erwarte dich und deine wertvolle Fracht an den Schlangenzweig. Bis gleich. Bevor er den Jutesack mit der Schlange innerhalb der festgelegten Zeit zu wandern nach Schlangenzweig. Wie bitte? Ich darf jetzt zu Fuß hinlatschen? Ach Gott. Bitte pass auf, dass der großen Gottheit nichts zustößt. Ich werde in gebührenden Abstand folgen. Oh mein Gott. Die Schlange sah gerade noch etwas kleiner aus als diesen riesigen Sack. Aber gut. So, da ist schon mal der Eingang. Ist jetzt ein bisschen doof, dass wir diese seltsame Musik hier im Dorf haben, aber naja, es gibt Schlimmeres. Danke, Kamerad. Keine Ahnung, was sie sagen soll, wenn mich jemand fragt, was wir da treiben.
Winfried müsste gleich hier sein. Sieh vorher lieber mal nach, ob es seiner Schlange auch, gut geht. Ja, die sieht gut aus. Vielen Dank, dass du die Beschützerin wohlbehalten hergeleitet hast. Welch Ehre, sie in unserem bescheidenen Dorf zu empfangen. Dies ist auf dem Buchstaben genau die Szene, die im Psalm 31,5 des Hymnus der Beschützerin beschrieben ist. Wie genau sich der heilige Text bewahrheitet, daraus kann man schließen, dass auch Vers 9... Damit meint er sein eigenes Geschreibsel. Er schreibt seine Träume in einem Heft nieder, das er mit Hymnus der Beschützerin betitelt hat. 5 Jahre geht das jetzt schon so. Wenn ich dir nur sage, dass sie keine Träume vor 2 Jahren hat, vor 2 Jahren ist auch bereits eine meiner Prophezeiungen eingetreten. Den Angriff der Sündenvertilge auf die Grundfeste? Ja, diese Geschichte habe ich nun schon 100 Mal gehört. Diesmal wird es keinen Zweifel mehr geben. Die Schlange ist erschienen und ich werde ihrem rettenden Wort Gehör verschaffen. Piepie. Ah, das kann ja was werden. Streifen der Wahrheit. So, hier wären wir also. Dein neuer Begleiter ist unbeschadet angekommen und ihr könnt euch ausgiebig über deine Psalme unterhalten. Ende gut, alles gut. Quiep, quiep. Dir auch vielen Dank, geduldiger Reisende. Dank dir ist mir das Ausmaß von Quinfords geistiger Verwirrung klar geworden. Ich werde versuchen, ihn so schnell wie möglich auf andere Gedanken zu bringen. Es gibt bestimmt eine Aufgabe, die seinen wirren Geist so in Anspruch nimmt, dass er keine Zeit mehr für Spinnereien hat. Hoffe ich. Bis bald. Nein, warte. Was denn noch? Gerade habe ich so elegant einen Schlusspunkt gesetzt. Aber es ist noch nicht Schluss. Die große Schlange mag uns nicht alles offenbart haben, aber sie ist dennoch erschienen und darin liegt ein tieferer Grund. Und welcher das ist, darüber habe ich die ganze Zeit über nachgegrübelt. Seht nur, das Streifenmuster, das die ehrwürdige Schlange ziert. Es wirkt fast wie ein Sinnbild für die Energieadern, die den Wald durchziehen. Ja, daran besteht gar kein Zweifel. Und hier, diese Narbe zwischen Streifen, dies ist das Warnzeichen dafür, dass eine tiefe Verletzung des Waldes unmittelbar bevorsteht. Quinfort, nun komm mal auf den Teppich. Ich kann deinen Zustand schon nicht mehr mit ansehen. Du siehst, dass selbst das Deutlichste oben bei Walan auf taube Ohren stößt. So ist es mit den meisten hier. Das bedeutet, dass die Rettung des Waldes nun ganz in unserer beiden Hände liegt. Und wie soll ich mir die Hilfe eines dem Wald kaum verbundenen Reisenden sichern? Natürlich, mit einer großzügigen Vergütung. Das Streifenmuster erinnert mich an die Ätherknoten an der Treppe des Lozatl. Dort muss der Schlüssel zu der Prophezeiung liegen und unsere Suche ihren Ausgang nehmen. Wohlan, Fremde, ergründe dort die Wahrheit und denke an die Reichtümer, die dich für diese edle Tat erwarten. Die Reichtümer würde ich mal nicht zu wörtlich nehmen. Quinfort ist ein Magier in Ausbildung, der hat bestimmt keinen müden Gill in der Tasche. Du musst bei diesem Blödsinn wirklich nicht mitmachen, wenn du keine Lust hast. Würde ich verstehen. Ich habe jedenfalls keine. Aber dass er sich zum Spött der Siedlung macht, kann ich auch nicht zulassen. Okay, das ist dann wahrscheinlich irgendwo hier oben. Ja, Streifen der Wahrheit. Gut, dann würde ich erstmal sagen, wir machen die Quests hier unten und begeben uns dann nach oben. Und dann sehen wir die Wasserschlange von Runka ja bestimmt bald wieder. Ich denke, ich kann mal schon so viel verraten, dass diese Wasserschlange von Runka noch ein bisschen länger hier eine Rolle spielen wird. Kennen wir uns? Meine Schwester schickt dich, weil ich etwas vergessen habe. Ja, dein Notizbuch.
Ah, das sind tatsächlich meine Aufzeichnungen. Danke, dass du dir extra diese Mühe gemacht hast. Bevor ich nach Crystarium umziehe, wollte ich noch ein letztes Mal meinen Geburtsort aufsuchen und zu meinen Eltern beten, die hier gestorben sind. Es war wohl die richtige Entscheidung, denn sonst hättest du mich womöglich gar nicht gefunden. Du bist ein Reisender, nicht wahr? Darf ich dir eine Frage stellen? Ich bin auf dem Weg nach Crystarium, weil ich dort etwas erledigen möchte, aber es fällt mir schwer, meine Heimat hinter mir zu lassen. Verspürst du manchmal den Wunsch, in deine Heimat zurückzukehren? Inwiefern wissen wir, was die Heimat unseres Helden eigentlich ist? Ist es ganz Eosea? Ich würde mal sagen, nee, wir vermissen unsere Heimat nicht. Verstehe, du bist anscheinend viel tapferer als ich. Du hast eine neue Entschlossenheit in mir geweckt. Ich werde meine Heimat immer im Herzen tragen, aber meinen Weg nach Crystarium unbeirrt fortsetzen. Danke für alles. Richte bitte auch meiner Schwester meinen Dank aus. Auf Wiedersehen. Gut, die Quest haben wir schon erledigt, dann können wir die ausblenden. Hallo. Da macht sich Sorgen um mich? Nun ja, die verabredete Zeit für unser Geschäftstreffen war tatsächlich schon vor einer Weile. Um ehrlich zu sein, ist mir etwas ziemlich Dummes passiert. Ich bin mit meinem vollbepackten Amaru so durch den Wald gelaufen, als plötzlich eine Bestie aus dem GS hervorsprang und mein Amaru erschreckte. Bis ich ihn endlich beruhigen konnte, ist er so wild herumgesprungen, dass er einen Teil der Fracht verloren hat. Es sind dabei ein paar Pyroxene in den See gefallen. Die im Ufer habe ich bereits aufgesammelt, aber... Dieser See ist ziemlich tief, oder? Die fehlenden Steine kann... Die Steine kann nur jemand da rausholen, der ein Spezialist im Tauchen ist. Aber wie soll ich hier im Wald so jemanden finden? Zufälligerweise kann ich unter Wasser atmen. Du bist ein geübter Taucher? Ich glaub's ja nicht, die schickt der Himmel. Mir fehlen noch 5 bunte Pyroxene. Wenn du die für mich einsammelst, stehe ich tief in deiner Schuld. Und abwärts. So. Dann hier noch eins. So, und da vorne ist auch schon das letzte. So. Konntest du alle fehlenden Pyroxene finden? Das sind alle. Diese Steine sind eine wichtige Handelsware. Du hast mir wirklich sehr geholfen. Ich werde mich sofort auf den Weg zu David machen, um ihn nicht länger warten zu lassen. Eine Belohnung für dich werde ich bei ihm hinterlegen. Hol sie dir bitte bei ihm ab. Alles klar. Dann haben wir diese Quest auch erledigt. So, hier unten haben wir jetzt nichts mehr, dann müssen wir jetzt im Prinzip noch dort oben. Ich glaube, das ist schneller, wenn wir uns nach Schlangenzweig zurückporten.
So. Geh weg von mir, du Baum. So. Was haben wir denn hier? Süßer Honig. Schokobrot schon wieder weg. So, jetzt kann ich mal das Reprise noch zeigen. Hui. So. Gut, ich muss sagen, hier drin ist eigentlich ein ziemlich praktischer Ort, weil hier sind keine Gegner. Und ja, hier werden wir dann in der nächsten Folge weitermachen. Gut, ich bedanke mich dabei fürs Zuschauen und dann sehen wir uns hier in der nächsten Folge wieder. Bis dann, Leute. Ciao. Erfülle dein Schicksal. Krieger der Dunkelheit.